Mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perché ridi? Vergib mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sophia. Ich komme zurück. Ich muss gleich... Der alte Graubart will wohl angeben, hä? Richtig. Die gefällt mir. Mitte. So. Hab's gefunden. Halt! Was ist los mit euch? Hm? Kümmert euch um... Haltet ihr Schweine! Sie kann durch Maske pusten. Was wird das hier? Geschmeidig wie eine Katze. Miau. Mentor, beeilt euch. Einer eurer Assassinen ist in großer Gefahr.
Wo? Am großen Bazar. Die Templer haben euren Postenleiter seit heute Morgen in der Zange. Grazie. Was treibt dein Mann dazu, sich so... na klar. Ich bin auch Fachmann für feine Unterkleider voller Raffinesse. Hier gibt's keine kratzigen Hosenletze. Das ist ein schlechter Reim, Alter. Der Wahnsinn lauert überall, schätze ich. Kann ich meinen Augen trauen? Och, Ezio, geh doch mal runter! Ich bin eine Marder, ein Licht, ihr vergeudet eure Zeit. Ezio, halt's Maul und jetzt geh runter. So. Ist alles gut bei euch? Hier sind überall Templer, Mentor. Anscheinend wurde eine Belohnung auf mich ausgesetzt. Dann sollten wir das Blatt wenden. Flieht von hier und lockt sie so ins Freie. Evet, Mentor. Soll ich mich schon wieder rasieren? Mann, selbst als unschuldiger Zuschauer ist man nicht sicher. Gnade, Gnade, ich hab nichts getan. Da, pass ihn. Zeit zu gehen. Ich sehe ihn. Zack. Findet den Assassin und streckt die Ratte nieder. Du warst doch mal wer? Ihr Assassin seid eine Plage für die Menschheit. Jedes Mahnmal des Fortschritts, das wir errichten, reißt ihr wieder ein. Mit genügend Zeit hätte ich mein Volk in die Arme der Templer getrieben. Doch jetzt nicht mehr. Verlasst diese Welt in Frieden. Oh weia, ich muss gehen! So, wer hat das schon mal gemacht? Ach, ich will Map. So. Bist du betrunken? Bist du betrunken? Also, ich hab was getrunken, aber bin nicht betrunken. Diese verrückten Assassinen sein mögen. Der könnte einem Mann kommen. Wer auch immer die Assassinen sein mögen, ich gebe ihnen gleich Backpfeil von rechts und links und mitten in die Fresse.
Bestimmt ein Einbrecher. Du bist sowas von. Kyrill von Rhodos bleibt eine Gefahr für die Stadt. Versteht ihr auch, warum? Ich war unbesonnen, Mentor. Ihr wart vorschnell, hattet nur das Attentat im Sinn, nicht die Annäherung. Ich kann den Fehler wieder gut machen, Mentor. Kyrill wurde heute Morgen gesehen, nicht weit von hier. Bene, wir werden der Spur gemeinsam folgen. Los geht's. Ach, Rätzin, tat das denn nun? Alter, Nase, Hals, Maul. Ach ja, noch so ein Irrer. Was soll das alles? Das ist die Leiche des Mannes, der mir Kyrills Namen nannte. Der Diakon versucht, seine Spuren zu verwischen. Jedoch nicht schnell genug. Wir finden ihn trotzdem. Yep. Werden wir. Ich bin auch Fachmann für feine Unterkleider. Da, der Diakon. Es ist unklug, einen Mann ganz offen zu töten. Was schlagt dir vor? Ich sorge für eine Ablenkung. Wenn er flieht, folgt ihr ihm. Bene, fangt an. Dieb! Damit kommst du nicht davon! Wache! Du kannst nicht entkommen! Bitte aufhören! Es war nicht böse gemeint! Assassinen! Ich hätte wissen müssen, dass ihr Schurken dahinter steckt. Wer sonst, Diakon? Ihr mischt euch in Dinge ein, die ihr nicht verstehen könnt. Geht und versteckt euch im Heu. Schade, dass ihr Assassinen alleine arbeitet. So dauert es länger, euch alle zu töten. Und was geschieht nun, Assassine? Zack. Was hofft ihr zu hören, Assassine? Dass ich meine Verbindungen bereue? Niemals. Rom ließ uns allein in Zeiten der Not. Und der Westen war blind für die Untaten der Osmanen. Ist es ein Wunder, dass ich mich an Männer mit mehr Ehre, mehr Mut und mehr Visionen wandte? Ich bereue nichts. Requiescat in pace. Ailanet, noch einer. Wir leben in dunklen Zeiten. Leute, der bösen Wurf ist dabei gehabt. Was für ein armer Schlucker, ey. Hier. Oh doch. Oh doch! Sieht gefährlich aus, nicht? Ach.
bis diese ruchlosen Verbrecher den Tod am Galgen gefunden haben. Wird niemand in dieser Stadt Frieden finden. Wer könnte einem solchen Mann entkommen? Der Wahnsinn lauert überall, schätze ich. Niemand, das ist ja die Kunst. Ist das so etwas verbietet? Bitte, ihr müsst das verstehen. Ich ging nicht zu den Templern. Sie kamen zu mir. Sie drohten mir Gewalt an, falls ich ihren Forderungen nicht nachkäme. Und was genau forderten sie? Er gibt den Händlern im Bezirk der Assassinen Geld, um die Preise künstlich hochzuhalten. Er hofft damit, die Bewohner gegen uns aufzubringen. Also, was tun wir mit euch, Theodorus Komnenos? Könnt ihr uns überhaupt von Nutzen sein? Ich führe euch zum Vollstrecker der Templer. Ein Afrikaner namens Dunkas. Er ist für diese Verschwörung verantwortlich. Bene, führt uns zu ihm. Dann tun wir alles, was nötig ist, um euch zu beschützen. Um Himmels Willen, bleibt weit hinter mir. Sieht man uns zusammen, werde ich stehenden Fußes erschlagen. Bleibt ruhig, Theodorus. Wir wissen, wie man untertaucht. Wenn man für die Armen und Machtlosen eintritt, geht man gewisse Risiken ein. Lieber arm als unrecht, oder etwa nicht? Oh, was für ein Athlet. So. Erträglich. Dürfen wir mit den Wölfen verhandeln, die uns in die Schatten reißen? Ja. Nein. Keine Freunde. Wir sind absolut verhandelt. Oh. Wunderbar. Plötzlich geht es mir nicht gut. Ich habe mir vielleicht etwas eingefangen. Es dauert nicht lang. Ihr gebt uns das Geld, wir gewähren euch Zutritt. Der Hüter wird euch alles erklären. Ach, ja, der afrikanische Edelmann. Jawohl. Gott, wenn du mich verschonst, werde ich so dankbar. Hey, nicht unter meinen Augen. Es war auch ein Templer, die musste einfach so sterben. Theodorus Komnenos, ihr seid ein treuer Freund der Templer und ein großzügiger Partner. Was haltet ihr von einer dauerhaften Vereinbarung mit unseren Männern in Alexandria? Wir haben Verwendung für Leute eures Schlages. Was soll ich sagen? Nun, ich... Die Assassinen! Sie sind mir gefolgt! Seht, da sind sie! Fauler Narr. Wir sind hier fertig für heute. Ihr folgt dem Hüter. Ich hole euch ein. So. Lasst euch nicht von den Stimmen täuschen. Lasst mich euch Platz machen. Oh. Oh. Mentor, haltet ihn! Jetzt. Bitte Gott, lass mich leben. Geld, Macht, Ehrgeiz. Solche Dinge sah ich in meiner kurzen Zeit auf Erden und gab mich ihnen hin. Den Wundern der Menschheit. Ihr mögt glauben, ihr hättet mein Leben beendet. Doch in Wahrheit habt ihr es vervollständigt. In diesem uralten Kampf zu sterben, gereicht einem König zur Ehre. Verlasst die Welt in Frieden. Oh, bitte Gott, lass mich nicht. Gott, beschütze mich. Okay. Damit will ich nichts zu tun haben.
gefangene Igel. Verflucht. Noch so ein Unruhestifter. Gott, beschütze mich. Zacki, 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 zacki. Es ist doch... Das war knapp. Irgendwas an dem Umhang. Weg da! Na, Pali, wie ungehobelt. Der hat Nerven. Vetter! Gnade! Weg hier! Oh, Gnade. Gnade. Weiter so, Bruder. Total verrückt. Wie geht es übrigens deiner Mutter? Ist der Schmerz auf ihrem Gesicht wieder geheilt? Man sieht uns nicht gleich, aber... Wir sind da! Ich muss noch eine Hütte finden. Wenn ihr Hilfe braucht. Na, das ist aber wirklich mal drei. Die verbreiten Angst und Schrecken in der ganzen Stadt. Das habe ich gesehen. Und bringen uns den Nacht haben wir unser Bürgereisen verbrochen. Und die Streckbank ist in Reparatur. Aber wenn ihr darauf besteht, im Fehlen sind wir sehr die sich wegen des zurzeit dem Hafenviertel grassierenden Fiebers an sie gewendet haben, wird dringend empfohlen, die Blutegel etwa 10 Minuten nach Einnahme des Bleistrunks zu entfernen. Da unser großer Sultan sich derzeit anderen Aufgaben widmet, so. Letzten Monat kaufte der Gouverneur von... Alles so kacke hier, ey. Kacke! Dann auf Wiedersehen. Hey, ihr seid nicht allein auf der Welt. Schade. Ich dachte. Ich wollte schon wieder rummaulen jetzt hier. Genau, als hier. Ich habe nicht mal L gedrückt. Lol.
Fall, Bob. Gut gemacht. Übermannt vom blanken Wahn. Ja, so sind sie. Ich sage euch, dass es noch keine Bewegung mehr verdient hätte. Langsamen. Oh nein, mein Weib wird mich umbringen. Das war für den Kebab. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Hehe. Kein Gefühl für Sitte und... Warum? Ach egal, ich will es gar nicht wissen. Der wollte kreuze Lippen bewegen, ich hab's genau gesehen. Archimedes, Euklid, Diogenes, Xenophon, Pythagoras. Hey, ihr da! Tötet ihn! Gib her! Jetzt Ruhe! Tja, kannst du sehen? So einfach geht das. So, ich geh gleich hin. Muss bloß kurz die Ausrüstung wechseln. Wie ihr schon gesehen habt, da ist mein Leben grottiger geworden oben. Das heißt, dass ich mein Meister-Assassin-Rüstung nicht anhab. Mentor, es ist mir eine Ehre. Na. Wenn du meinst. Da muss es also sein. Och man, ich will eigentlich die letzte Seite haben, Mann. Wie kann jemand nur so...
So. Jetzt geht's hier hin. Ab in den Turm. Ha. Unter 6 Minuten. Unter 6 Minuten schaffe ich nicht. Oh. In der Ohren gespürt, lass mal eine Pause machen, Leute. Oh. Ich tue noch mal nach der Messe machen, lass mal eine kurze Frühstückspause. Ja, Frühstückspause. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht. Nur für euch, meine Schnuckis. Hier rutscht. Scheiße, ist das Ding stabil. Konstantinopel ist zwischen zwei Platten repariert, gebaut worden anscheinend. Wegen den Erdbeben haben sie versucht, das Ding anscheinend zu stabilisieren. So ist so meine Vermutung. Eigentlich hat zwischen zwei Platten. Das ist eigentlich eine scheiß Idee. Weil einfach Haufen Erdbeben in Zukunft geben würde. Aber es sieht schon geil aus, muss ich sagen. Oder es sah schon geil aus, wie gesagt. Geil, ey. Ich glaube, ich höre es bloß mit dem rechten Ohr. Das linke Ohr, da wenn ich den Kopf aufsetze, juckt es. Ich glaube, ich muss echt mal eine Pause machen. Wollen wir mal was anderes? Och, setz mich bloß nicht auf. So. Wir wissen nicht, wie das auf den Sack geht, wenn da das linke Ohr juckt. Mm.
Ich hasse die Kamera. Durch den Wasserfall. Sieht aber noch geil aus, muss ich sagen. Einfach nur geil, ey. Einfach nur geil. Hui. So. Hier lang. So. Alter, jetzt haben wir wieder fucking scheiße Glück gehabt, ey. Okay, aber erstmal sammeln wir die ganzen Kisten hier ein. Okay, fehlen uns so drei Massiv-Schüsse und ich hab's innerhalb von 6 Minuten geschafft, ey, lol. Toprağı sürüyorum, sürüyorum ama toprak sert ve taştı. O tarlayı almak bir hataydı. Kardeşimi dinlemeliydim. Limanda işte niemals tolerieren. Wir müssen diese räudigen Bluthunde des Teufels finden. Mist, wo ist As?
Lol. Unterschlupf, Unterschlupf. Juckt, es juckt. Ja. So, Leute. Ihr müsst mir helfen. Halt die Klappe.